Hollywood-Klänge und Welterbefreude? Zur Auswahl stand beides, am Dienstag draußen vorm Erlahammer. Drinnen drehte es sich dann eindeutig nicht um Hollywood. Im Juli 2019 erhielt die Montanregion Erzgebirge Krushnohorie den UNESCO-Welterbetitel. Bestandteile gibt es im gesamten Erzgebirge. Im Westerzgebirge haben Schwarzenberg und Schneeberg markante Objekte. Mit Blick darauf unterzeichneten Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer und Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert im Herrenhof Erlahammer eine Kooperationsvereinbarung. Deren Zweck ist die gemeinsame weitere Entwicklung der lokalen Welterbebestandteile und deren Objekte in beiden Städten. An ihrer Seite hatten die Stadtoberhäupter mit Laura Marie Esbich für Schneeberg und Dirk Weißbach für Schwarzenberg die Touristiker in ihren Veranstaltungen sowie Vertreter der Bergbrüderschaften. Man kennt sich und hat das Vernetzen begonnen. Jetzt soll unter anderem eine Wissensvermittlung für jede Altersgruppe unter Einbeziehung der Leistungserbringer und Akteure vor Ort erfolgen. Schwarzenberg und Schneeberg wollen dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Man sieht sich als Schrittmacher für das Westerzgebirge. Ein Alleingang soll das Engagement nicht sein. Es ist notwendig, dass sich in den Regionen auch die Partner finden. Nur so kann man gemeinsam auch entsprechende Angebote aufbauen. Neben Pressevertretern waren bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung auch Matthias Liske, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Zschorlaus Bürgermeister Wolfgang Leonhardt und Carsten Kräning vom Tourismusverband Erzgebirge anwesend. Der Ort für die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung war gut gewählt. Der Herrenhof Erlahammer im Schwarzenberger Ortsteil Erla ist Teil des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge Krushnohorie. Und was war mit Hollywood? Die Veranstaltung Sounds of Hollywood gastiert am 7. März zum 11. Mal in Schwarzenberg, wieder in der Ritter-Georg-Halle.